So, liebe Leute, bevor wir jetzt hier reinstarten, kleine Meldung an euch, bitte nicht wundern. Das ist jetzt hier mein dritter Versuch, diese Szene aufzunehmen, denn immer wieder ist mein Tonprogramm abgestürzt. Total strange, deswegen wundert euch bitte nicht, wenn ich jetzt hier schon alles kenne und so. Ja, und wie ihr schon mitbekommen habt in der letzten Folge, ich habe verdammt wenig Atemluft und ich habe auch keine Filter mehr. Aber... Aber zum Glück... Ja, das ist hier nicht nur die Mitte, das ist der rote Platz, das ist der Kreml da vorne. Ja, der Jute Kreml. So lange, so viele. Und sie wissen, dass wir fühlen. Sie sind nicht tot. Es ist nur zu Hause. Also eigentlich müssten jetzt hier gleich Telepathen kommen, aber... So, jetzt haben wir sie alle. So. Ja, liebe Leute, der Rote Platz. Eigentlich einer der Plätze in Russland. Aber wir können hier eh nicht lange bleiben, denn die Dunkelheit kommt. Und sie kommt schnell. Ein radioaktiver Wind. Wahrscheinlich saurer Regen. Ey. Ja, wie der zweite Weltuntergang. Boah, wie tief es da runter geht, ey. Oh mein Gott. Okay. Na dann wollen wir sie ja nicht reizen und hauen lieber gleich ab. Ja, und es gab auch... Oh Gott! Dämon! Können wir so ein Ding mal von den... vom Nahen sehen. Boah, scheiße! Ja, ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ich hau schon ab. Oh! Was ist das denn? Ja, ekelhaft. Nicht bleiben. Ich helfe. Störe sie nicht, Artyom.
Ja, normalerweise kommen jetzt hier überall Arme raus. Keine Ahnung, warum es jetzt gerade nicht so ist. Aber sie sind alle einsam. Nur Furcht und Schmerz. Sie können nicht weg und wollen, dass jemand bei ihnen bleibt. Weil das sieht dann so ein bisschen aus wie in dem japanischen Tentakelporno, aber heute irgendwie nicht mehr. Oh oh. Jetzt muss man was gucken. Vielleicht hat sich ja die Grafik wegen dem Neustart irgendwie ein bisschen umgestellt. Nö, sieht alles eigentlich noch, noch gut aus. Naja, keine Ahnung, was da gerade los ist. Schon mal alle Waffen nachladen. Ja, gleich geht's hier nochmal richtig ab. Gott, nur noch eine Minute Filter, ey. Ah, hier ist der nächste Filter. Okay, viele böse rote Leute. Ja, es können ja dann wahrscheinlich bloß die Roten sein. Oh, oh. Eine Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf. Verdammt nochmal, es ist ein Schon. Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt vom Genosse Korbut bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer! Feuer nach eigenem Ermessen! Ja, hier muss ich jetzt wirklich alle töten, also hier geht's auch gerade gar nicht anders. Deswegen wundert euch nicht, warum ich jetzt hier wie ein Irrer rumballer. Angriff! Eliminiert ihn! Führt den Befehl aus! Ja, wir haben Pavel final gefunden. Boah. Mist. Boah, der Fight ist halt so megamäßig hart, weil die kommen halt von überall und die kesseln uns quasi ein. Also ich habe das jetzt hier auch ein bisschen unklug gemacht. So, am besten ist, wir wechseln jetzt gleich unseren Filter. Danach schießen wir schon mal da oben die Lampen weg. Ich zeig euch wo. Einmal hier. Haben wir eine? Und dann haben wir da eine. Ah, noch eine. So, da oben kommt gleich eine. So, wir müssen die eh alle erschießen. Angriff! Eliminiert ihn! Führt den Befehl aus! Ich helfe dir zu sehen. So. Jetzt muss ich mal schnell in Deckung gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Nahkampfwaffe. Schön auf die Köpfe zielen, ganz wichtig. Ja, und Pavel freut sich da oben in Keks. Naja, Kapitalist. Du rote Socke, du! Du hattest deine Chance. Du hättest bei der roten Linie bleiben können. Wir hätten dich aufgenommen. Oh, fuck. Ach, den hätte ich jetzt so schön kriegen können da oben jetzt, aber hier. So. Aber du musst es fliehen und dann genau hierher kommen. Manchmal solltest du dein bescheuertes Hirn auch benutzen.
nochmal nur eine Minute, ey. Also irgendwie. Oder hast du gedacht, Korbut hätte dich völlig vergessen? Nicht so lange du lebst. Und ich auch. Ah, da ist auch noch eine. Ah, da oben ist noch einer irgendwo. Ach, da oben. Hinter uns. Jetzt aber hier. Er hat das Schießen nicht verlernt, ha? So, gleich müsste hier eigentlich die Tür aufgehen. Du wolltest es nicht so wie wir. Wolltest dich uns nicht anschließen. Also wirst du hier einfach ins Gras beißen müssen. Ich und ins Gras beißen? Mach die Tür auf. Dann zeige ich dir, was ins Gras beißen ist. So, ein kleines Granätchen für euch. Ja, kommt her und erledigt mich. Du hast also beschlossen, hier aufzutauchen. Hier gleich toter Mann spielt. Komm schon, Ranger. Töten und verstümmeln, wie du es immer machst. Oder bist du ein Angst? Komm, zeig dich, Pavel. Ich weiß, dass du da bist. Ach, da oben bist du. Das ist andere. So. Eigentlich wäre er jetzt schon tot bei diesen beiden Schüssen. Hurensohn. Also, bist du hergekommen, um es zu Ende zu bringen? Yep. Komm schon, Artyom. Komm hier hin. Ich kann dich nicht mehr jagen, aber ich kann immer ein Loch in deinen Kopf schießen, wenn ich ihn sehe. Keine Sorge. Ich verstehe nicht. Tja, Pavel. Wird es wohl Zeit für dich, dieses Spiel zu verlassen, oder? Da hinten bist du, jämmerlich am Boden. Ein Messer. Toller Junge. Ohne Furcht und Tadel. Tja. Du hast immer ein falsches Spiel mit uns gespielt. Ja, hast dich immer über uns lustig gemacht, dich für schlauer gehalten. Du und deine rote Sache, und jetzt liegst du da und wartest auf den Tod. Aber soll ich dir was verraten? Ich werde dich nicht töten. Und weißt du warum nicht? Dass du ewig mit dieser Schuld weiterleben kannst. Was zum Teufel ist das, hä? Du lässt die Bestie auf mich los? Was für ein Held! Test an der Oktyabrskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morasov, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Ah. Entscheide. Du gehst. Du hilfst. Entscheide. Wir können nicht lange bleiben. Sagte doch, wie ein japanischer Tentakelporno sieht das hier aus. Yay, wir haben einen weiteren Moralpunkt bekommen, aber wir kennen jetzt auch die Pläne von Korbut
Und die sehen verdammt nochmal nicht gut aus, denn er will nicht nur die 6 angreifen, er will die ganze Metro ausrotten. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft.